fühle mich so nutzlos. Ich glaube, er kann sie hören. Es wird ihn mit Kraft volltanken. Dann werd wach, du Schwein! Kann dann sein, dass links von uns die Polizei ist? Oh, yes. Geil. Komm, wir gehen mal vorbei, einmal vorbeischreien. Einmal vorbeischreien, okay. Du verdammt, Junge! Ich schwör's dir, Walter. Die fickt mich gleich. Was hast du jetzt gesagt? Hast du es jetzt echt gesagt? Ja. Weil ich pack dir nicht an, den kannst du nicht zahlen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Was heißt, warte, Lilly, was heißt das denn zu arbeiten? Ich sag dann so, Couch, Sofa, Fliesentisch, Füße hoch. Nee, nicht wirklich. Oh, scheiße. Nein, ihr werdet gut bezahlt. Das ist gut. Geil. Aber hier, der Herbert, der kann gut Kippen stopfen. Müsst ihr mal sehen, wenn er an seinem Arbeitstisch ist, hier, den Kacheltisch. Dankeschön, teilt er gerne, ne? Nein, tue ich nicht. Dann hau sie einen auf den Schnauze. Kannst du mir auch in Franken auszahlen oder in Euro? Ist mir scheißegal, ob du zahlst. Das ist schon eine Leidenschaft, los, los. Grüße. Schönen guten Tag. Arbeitskleidung inklusive. Ich bin am Schisselbienen Herbert Hinkelbach, mein Name. Grüß dich. Also. Grüß dich. Schicke Kleidung. Ja. Danke. Hallo. Und Kippenstopfen habe ich getan wie ein Verrückten. Also ich habe so flinke Finger, da kannst du keinem Känguru was vormachen. Ne? Perfekt, Alter. Weil ich suche jemanden, der für uns hier Pflanzen pflückt. Hat auf jeden Fall hier ein bisschen Kraft, oder? Ja. Um das zu arbeiten. Ja, yeah, meine Schultern sind nicht nur breit, die sind auch ziemlich nutzlos. Wie schaut raus? Wollt ihr ein schnelles Auto oder ein großes Auto? Lichtgeschwindigkeit ist auf jeden Fall zu schnell, aber alle drunter kriegen wir hingebogen. Was ist euch? So ein Chevrolet? Also, wenn ihr gut. So ein, ja, hier steckt ja schon das Wort Chef drin, dann nehme ich das. Chevrolet. Ja, als wir damals bei der Queen in United Kingdom angefangen haben, ich hab den Faden verloren, ich höre direkt auf. Alles klar. Bei sowas müssen Sie sich vorstellen. Ich guck mir den Herbert an und check dann immer erst nach ein paar Minuten, dass der gar nicht singt. Wissen Sie, das ist einfach nur Melodie für mich, was der da aus dem Gesicht fallen lässt. Yes. Ist die 1822? Yes. 628? Ja. Ist das geil. 266? Selbst die Telefonnummer ist geil. Was sagst du? Scharf links? Krieg ich hin. Ich habe überhaupt kein Schaf gesehen, aber ist okay. Oh, ist Entschuldigung, wenn ich dabei stöhne. Alles gut bei dir. Ja, hörst du doch, ey. Okay. Ja, da bin ich auch. Aber weißt du was? Ich leck einfach an allem, ey. Ja, gut. Behandle mich nicht wie so ein Palmblatt. Ich bin mehr als das. Herbert, du bist der King für mich. Da jockeln wir mal durch die Matsche hier, ne? Das könnte ein bisschen dauern. Das ist so geil, ne? Ich bin jetzt eigentlich schon fertig. Ich bin wieder auf der Couch. Ich hab gar keine Pavianfüße. Dann im Frosch musst du ab und zu mal lecken. Ernsthaft? Okay. Männer sich dann ruhig, ne? Und immer dran denken, eine Gabel ist doch lange kein Dreizack! Wir habt ja euer Flugticket bezahlt. Yes. Ah, na gut. Und wir haben Kinder gestopft. Hallo Mönchengladbach. Oh Junge, jetzt nerv mich nicht mit deiner infantilen Anwesenheit. Ja, ich verstehe mich schon. Danke. Ja, kann man auch so als Bonbon zwischendurch für so ein Zitrusfrüchtchen mal zum Einpflanzen benutzen. Das ist ein kleiner Lückenfüller, wa? Das ist Luxus, ne? Das ist ein Luxusproblem. Ach, hey. Was denn los, Kollege? Keine Ahnung, ich hab mir letztens eine Postkarte angeguckt, da waren zwei Schlappen drauf. Die werde ich mein Lebtag nicht mehr vergessen. Guck mal, hier mein Kollege liegt auf dem Boden. Hallo Salvatore. Ich weiß nicht, was ob das. Was ist mit ihm? Was ist mit ihm, Herbert? Ja, der hat eine Kröte geleckt, dem geht's nicht so gut. Und ich weiß nicht, mein
Smartphone ist tot wie ein Holzschreck. Hallo, haben Sie einen Erste-Hilfe-Schein? Nein. Guter Mann, sagen Sie doch einfach ja! Mein Walter geht mir hier in die Bohne! Ach du Scheiße, was ist passiert? In die Bohne? Was heißt in die Bohne? Helfen euch Bandagen was, ich hab welche mit! Keine Ahnung, der hat eine Kröte geleckt, ich weiß nicht, ob wir jetzt seine Zunge verbinden sollen, aber... Also seine Kopf bekommt Sauerstoff, keine Sorge. Okay. Der Wichtigste ist auch sein Kopf, der Rest ist mir ganz egal, ob es sein Kopf kommt durch. Vielleicht müssen wir amputieren seine Beine. Ja, nimm das andere direkt mit, das ist ganz egal, Hauptsache der Kopf ist irgendwie da. Salvatore, was machst du da? Ich gucke, ob ihm geht gut, ich gebe ihm Backpfeife. Walter, halt durch, du alter weißer Büffel! Die holen dich wieder hoch! Keine Krampfader kann dich niederzwingen, du! Guck mal, was siehst du jetzt mehr? Yes. Ist der Walter hart im Nehmen? Walter war schon immer hart im Nehmen, der hat schon als Zweijähriger Kaffee wie so ein Süchtel gesoffen. Der hat schon aus Brötchen Paniermehl gemacht, da wussten die anderen noch nicht mal, was ein Rad ist. Das ist ein Genie, der Walter! Ist er schnell erwachsen geworden? Der ist sehr schnell erwachsen geworden. Schon im Alter von 2 ist dem mehr Bart gewachsen als diesem komischen Johnny Depp. Ist Walter eine Flugzeugflieger? Ist er auch, aber schon vor 500 Jahren hat er gesagt, dass der Pluto kein Planet ist. Der Walter ist eine Genie. Aber wieso ist der schlaue Mensch dann eine Kröte? Ja, weil er glaubt an die Märchen. Intelligenz bei Walter ist wie so ein Zaun. Mit ganz viel Lügen behaftet. Walter, du hast mir damals die Plattfüße rausmassiert. Seid ihr gemeinsam durch dick und dünn gegangen? Durch dick und dünn, weißt du, ich konnte mich damals kaum fortbewegen, als ich so 2 Surfbretter als Füße hatte. Tag und Nacht hat er mir die massiert. Er mich aus dem ganz... Aus dem ganz tiefen Loch hat er mich geholt. Ich fühle mich so nutzlos. Ich glaube, er kann sie hören. Es wird ihn mit Kraft volltanken. Dann werd wach, du Schwein! Okay, Walter. Ganz ruhig. El Mundo ist auf dem Weg. Wir müssen vielleicht ein bisschen emotional versuchen. Walter! Da hast du angefangen als kleiner Mann im Alter von, weiß ich nicht, 4 Monaten hast du da fast schon die Stuttgarter Innenstadt alleine asphaltiert. Deine Augenlider haben sich ein bisschen bewegt. Ich glaube, es wirkt. Da hast du die ganze Nation aufgerüttelt. Du hast die Faust erhoben und hast gesagt, kommt alle rein! Dann hast du aufgehört, aber es war dir egal, du hast weitergemacht. Oh nein, ich glaube, wir haben ihn verloren. Ernsthaft? Nee. Ich glaube, wir haben ihn verloren. Was macht man da? Man muss beten. Jetzt ist er hier einfach weg, der ist hier einfach eingesunken in dieser Sumpfbrühe. Aber das tritt sich schon fest, Herbert. Das ist kein Problem. Ein milder Trost. Selber gemachtes Gulasch. Ne, Gulasch esse ich nicht. Ich bin abstinent. Ja, ich weiß, ihr wollt mehr von diesem Tabu. Drück in die Mitte. Ihr kriegt mehr von diesem Tabu. Behalt den Namen Tabu. Behalt ihn in deinem Kopf.